Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, hallo liebe Schülerinnen und Schüler. In diesem Video stelle ich euch das Dashboard in Moodle vor. Also wenn ihr euch einloggt, landet ihr immer automatisch auf dem Dashboard. Und dann seht ihr hier oben an der Ecke das Logo unserer Schule. Und wenn man da draufklickt, dann landet man auch wieder auf dem Dashboard. Egal wo ihr seid, wenn ihr euch verlaufen habt quasi, könnt ihr mit dem Klick auf Moodle Aula wieder zurückkommen. Daneben seht ihr meine Kurse. Da sind alle Kurse, in denen ihr seid. Ihr könnt die Sprache einstellen. Dann gibt es hier ein Mail-Menü. Da kann man Mails verschicken an Leute, mit denen man im Kurs ist und da auch Dateianhänge anhängen. Dann gibt es wichtige Systemnachrichten. Und die Mitteilung, das ist ein bisschen wie so ein Chat, aber ohne, dass man irgendwelche Dateien oder sowas anhängen kann. Ja, wenn ihr hier auf das kleine Zeichen an der Kante klickt, dann kommt ihr auf das Dashboard nochmal wieder, könnt euer Profil einstellen, eure Mitteilungen angucken, insgesamt Einstellungen machen und euch ausloggen. Für Lehrer und Lehrer gibt es hier manchmal noch Rolle wechseln, dann kann man sich angucken, wie der Kurs aussieht, wenn man als Schüler eingeloggt wäre. Ihr findet hier einen Infobereich, wo es auch einen Link gibt zum Hilfekurs, aber das wusstet ihr schon, sonst hättet ihr das Video nicht gefunden. Darunter findet ihr die Kursübersicht. Ihr müsst wissen, wenn man sich in einen Kurs eingeschrieben hat, kann es manchmal 5 bis 10 Minuten dauern, bevor der Kurs hier auch bei den Kacheln und da oben bei meine Kurse auftaucht. An der rechten Seite findet ihr einen Kalender, da gehe ich gleich nochmal genau drauf ein. Dann die Badges, die ihr gerade frisch gewonnen habt, die werden auch auf eurer Profilseite angezeigt. Und es gibt den Bereich Meine Dateien. Bei den eigenen Dateien müsst ihr bitte beachten, dass ihr nicht zu viele Dateien dort speichert. Also wenn ihr jetzt verschiedene PCs benutzt und die Sachen übertragen wollt von einem PC auf den anderen, zum Beispiel Schule oder zu Hause, dann macht das schon Sinn oder ihr wollt das für später zum Weiterbearbeiten speichern. Aber Moodle ist keine Dateiverwaltungsplattform. Das heißt, ihr solltet für die großen Dateisammlungen lieber EduPort oder Nextcloud oder irgendwas in der Art benutzen. Und dann halt im Zweifelsfall auch bei großen Dateien in Moodle besser nur einen Link einfügen und nicht die ganze Datei, weil sonst wird die Instanz irgendwann sehr schwergängig und wir brauchen alle viel mehr Zeit zum Laden. Weil sonst wird die ganze Instanz irgendwann sehr schwergängig und alles braucht länger zum Laden und die Sicherungen funktionieren nicht mehr so gut. Und was dann noch wichtig ist, ihr könnt die Seite bearbeiten, das heißt, ihr könnt theoretisch Blöcke hinzufügen oder so und sie euch personalisiert gestalten. Muss man aber nicht, kann man auch einfach erstmal so lassen, wie es ist. Jetzt gehen wir auf den Kalender ein. Wenn man hier auf den Monat klickt, dann kommt man in eine Großansicht des Kalenders. Und dann sieht man hier, dass es Webseitentermine gibt, Kursbereichstermine, Kurstermine, Gruppentermine und Nutzertermine. Das heißt, man kann verschiedene Klassen von Terminen eintragen und kann damit den Kalender organisieren. Sobald ich eine Aufgabe einstelle, zum Beispiel diese Aufgabe hier ist jetzt übermorgen fällig, und die mit einem Datum versehen wird, taucht das im Kalender auf. Für meine Schülerinnen und Schüler sieht man jetzt zum Beispiel hier die Jitsi-Meetings, die ich anberaumt habe. Also sehen die in ihren Moodle-Kalendern, wann ich sie bitte online treffen möchte. Und hier, wenn man dann auf eine Aufgabe draufklickt, dann kann man zur Aktivität gehen. Das funktioniert für die Schülerinnen und Schüler genauso. Und hier stehen dann zum Beispiel auch Tests drin, wann ich dann wissen die Schüler schon, aha, an dem und dem Tag wird ein Test geschrieben. Wenn man nicht so gerne den Moodle-Kalender benutzt, dann kann man hier auf Kalender exportieren klicken und dann kriegt man das als iCall und kann das in Google und Outlook und so weiter abonnieren. Meines Wissens nach ist es so, dass wenn man den abonniert, dass der dann einmal übertragen wird. Wenn dann in Moodle was geändert wird, wird das nicht im eigenen Kalender geändert. Man kann aber in den Moodle-Kalender auch andere Abos reintun, das heißt, dann wird es auch synchronisiert richtig. Also Moodle kann sich regelmäßig von anderen Kalendern was holen. Wenn man jetzt einen neuen Termin eintragen möchte, ich möchte jetzt beispielsweise festlegen, dass meine Schülerinnen und Schüler am Freitag mal was Nettes machen, dann kann ich hier einen Termin machen, also draufklicken, sagt, denkt an eure Gesundheit. Dann sage ich, wann soll der Termin sein und für was ist das. Dann kann ich also zum Beispiel sagen, Nutzer, Gruppe, Kurs, Kursbereich. Wenn ich jetzt Gruppe auswähle, dann kann ich zum Beispiel sagen, für welche Gruppe möchte ich das festlegen. Also muss ich erstmal den Kurs aussuchen. Nehme ich jetzt beispielsweise meinen Informatikkurs.
Im Informatikkurs gibt es die Gruppe Nachschreiber und jetzt könnte ich für alle Nachschreiber einen Termin festlegen. Und die würden das dann sehen und kein anderer. Hier unten kann man noch ein bisschen Details reinschreiben, was man noch dazu sagen will und kann Zeitdauer oder irgendwie sowas machen. Man kann die Termine sich wiederholen lassen. Genau, das wäre jetzt so ein bisschen das Vorgehen. Ich hatte eigentlich immer vor, alle Termine, die wir in unseren Termin kriegen, auch als Webseitentermine einzutragen. Habe ich bis jetzt aber noch nicht geschafft. Wenn wir den Moodle-Kalender alle benutzen würden und auch unsere Klausuren eintragen würden, dann hätten wir nicht mehr dieses ständige Problem mit, wann ist eigentlich was geschrieben, und irgendwelche Überschneidungen zwischen Tests und Klausuren und so weiter würden eher auffallen.